Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Enter the Matrix. Heute Abend, was haben wir heute? Den 12.3. um 10 Uhr morgens, ja. Ja, wir sind ja stehen geblieben nach der Verfolgungsjagd und müssen jetzt den Apparat finden. Und ich habe festgestellt, man kann jede Mission auch einzeln wieder anwählen. Hilfe. Hui. Nämlich, wenn man auf Spielladen geht, dann hat man die Möglichkeit, jedes einzelne Level, also jedes Mal, wo, glaube ich, gespeichert worden ist, dann nochmal auszuwählen. Finde ich eine sehr coole Sache eigentlich. Leute, bleibt dann, brauche ich nicht. Das sieht so dumm aus. Egal. Leitern hinunterrutschen. Ja, okay, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Ich merke, ich habe noch einen Kaugummi im Mund. Ich sollte das vielleicht mal irgendwie loswerden. So. Ha, perfekt. Ja, neuer Tipp, Agenten. Ah, okay, den lese ich mir mal durch. Auf Leitern springen. Ah, okay, cool. Und Leiter hinunterrutschen. Manchmal kommt es auf die Schnelligkeit an, um eine Leiter herunterzurutschen. Drücke springen, während du auf der... Ah, okay. Alles klar. Und genau, Agenten. Agenten sind unglaublich schnell, extrem tödlich und absolut furchtlos. Sie sind ohne Zweifel die gefährlichsten Gegner in der Matrix. Man kann einen Agenten nicht endgültig töten. Sie übernehmen einfach einen anderen Körper in der Matrix. Man kann sie höchstens vorübergehend ausschalten, aber dazu braucht es mehr als nur Treffsicherheit und Karatekunst. Ja, man hat schon gesehen, die haben ein bisschen mehr drauf, als die Wachleute, die begegnet sind. Hilfe, wo muss ich hin? Scheiße. Ja, super, ey. Ich denke mal, ich muss abhauen, oder? Ja. Die Frage ist halt nur, wohin, ne? Das, erkenne ich gerade nicht, um echt zu sein. Ah, guck mal, da muss ich wahrscheinlich hin. Oh, schneller! Ich werde den Weg wahrscheinlich nie wiederfinden. Wie kann er mich jetzt noch treffen? Also, oder wie könnte er mich jetzt noch treffen? Hui. Ich laufe einfach mal irgendeinen Weg. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Das war total dumm, glaube ich. Und unnötig vor allem. Aber ich habe jetzt Waffen, das ist gut. Okay, die sind weg. Sehr schön. Fuck, von wo kam ich? Joa, da lang, ne? Hui. Achso, ich dachte, da wäre noch mehr. Was irgendwie noch ein Abgrund wäre oder sowas. Aber man kann ja wirklich nichts sammeln oder so, nichts finden, ne? Das finde ich ein bisschen schade, weil die Level sind eigentlich groß genug, dass man hier und da nochmal das hätte einbauen können. Stopp, 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 stopp. So, wer ist da? Ah, wach, Leute. Hallo. Du hast auf jeden Fall eine fette Knarre hier, kann das sein? Der hat mir ganz schön Energie abgezogen, der Sack. Okay. So. Kann da hoch? Ah, okay, cool. Da sollte ich vielleicht nicht lang. Wobei. Wollte gerade sagen, Fallschaden kannst du jetzt wohl doch nicht nehmen, oder? Ja, okay. Das war das an die Leiter springen. In Ordnung. Ich versuche dann ja auch immer so ein bisschen die Bewegung dann auch zumindest einmal zu demonstrieren. Oder bin ich davon, ob ich sie hinterher nutze oder nicht? Ich hole auf die Fresse! Ich kann einfach nichts gegen den machen. Ha! Ich kann nicht werfen! Gegen Agenten kämpfen, was stand da? Ich glaube, der hat mich gerade gekontert. Kann das sein? Sich einem Agenten im Nahkampf zu stellen, grenzt an Selbstmord. Ah! Da helfen auch die besten Fokusmanöver nichts. Nur Neo kann einen solchen Kampf überlebend überstehen. Wenn du einen Agenten vor dir hast, wird dein Charakter nicht lange durchhalten. Meistens ist es wohl das Beste, einfach wegzulaufen. Okay. Ja. Ja. Nein! Ja, bitte. Ja, was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Huh. Wo war der? Habe ich überhaupt heute schon mal? Ich glaube, ich habe noch gar nicht gespeichert, ne? Ich kann den ganzen Kack nochmal machen. Jawohl, sehr gut. Hallo X-Taste, bist du auch schon wieder wach? Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Egal, ich meine, das war jetzt ja nicht so schlimm, ne? Ein paar Minuten Gameplay, mein Gott. Vielleicht ist es dann ja schon immerhin seit der Sequenz, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind wirklich am Anfang dieses Kapitels. Was aber auch richtig geil ist, ne, dass ich jetzt so im ersten... What the fuck? Okay, das war so nicht geplant.
dass ich am Anfang des Levels quasi, oh, ups, oder am Anfang des Spiels, alle 3 Sekunden Speicherpunkt hatte, ne? Und jetzt auf einmal 20 Minuten lang keinen mehr. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, aber so vom Balancing her ein bisschen schwierig. Okay, so, das können wir wegdrücken. Können wir nicht. Können wir wegdrücken. Gut. So, wie bin ich jetzt wo hier nochmal lang gegangen? So. Tipp springen. Danke, Spiel. Dankeschön. Das ist sehr zu schätzen. So. Frage, soll ich die Wachmänner da hinten gleich einmal kurz legen? Ich denke schon. Ja. Ich denke, ich werde es tun. Und hopp. Ah, durch dich! Weg mit dir. Das Werfen ist echt cool, weil man die dann nämlich ein bisschen unter Kontrolle hält, die Gegner. So, das war's. Schon wieder 50%, ey. 50% der Energie verloren. Durch nichts eigentlich. Ah, nee, hier war ja nichts. Bricht durch den Boden! Feuer mich zum Schotter! Ah, hi. So. War's das? Das war's. Okay. Dann sind wir gleich auch schon wieder fast da, wo wir eigentlich hin wollten. Ich frage mich, kommen wir hier noch irgendwo anderweitig hin? Wer schießt denn da auf mich? Was soll das? Halt auf damit. Naja, aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Sieht zumindest Schaver danach aus. Nein! Oh Gott! In der Kamera habe ich den Boden nicht gesehen. Oh, kriege ich mal da Kopfschmerzen von. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Ganz cool, ganz cool. Und nochmal, weil es so schön war. Ja, schöne Zeitlupensprung. Wundertoll machst du das, wundertoll. Ja, schön, da habe ich ja den Schnitt direkt zum richtigen Zeitpunkt gemacht, ne? Nämlich direkt an der Stelle, wo ich Probleme habe. Egal. Aber ist ja auch nichts Schweres dabei, das ist eher die Wegfindung, die mich fertig macht. Hört sich so desaströs an, diese Knarre, ne? So. Lalalala. Ein bisschen laufen, ein bisschen springen. Bisschen links, bisschen rechts, passt. Ach, da steht. Ach, der beamt sich die ganze Zeit, der Sack. Den kann er mich auch treffen. Nein, ich lasse dich in Ruhe. Jetzt habe ich keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Könnt ihr mir später danken. Werde ich aber kaputt machen, weil der nervt sonst. Was ist das? Das war's. Schön. Ah, es hat natürlich wenig Pistolenmunition. Was? Wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Ach, da oben ist noch jemand. Ach, das sind die beiden bestimmt, weil ich die nicht umgebracht habe. Ja, das ist dann die Konsequenz, ne? Schön. So. Die Radio! Da ist nur die Frage, wohin? Geh schon mal nicht durch. Ah, okay. Sollst du den Karatasprung machen? Genau den. So, hau ab. Auch weg. Oh, ups. Entschuldigung. Oh Gott, okay, es ist er schon wieder. Lalalalalalalala. Da war wieder so ein Medipack. Kann ich bestimmt noch einsammeln, wenn ich mal nicht voll Energie haben sollte. Hoch, 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 hoch. Darf ich hier rein? Nein. Könnte es auch einmal im Kreis gelaufen sein. Ich würde es nicht merken, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Kann es jetzt. Es sieht alles gleich aus. Hä?
Okay, war offensichtlich doch richtig. You okay? Man, reality can be a bitch. Tell me about it. You want a shot? Dr. Feelgood can fix you up. Right now, all I want to know is what's on that disc. Sir, we just received an emergency broadcast from the Logos. She did it. Yes, sir. The last transmission of the Osiris. This is Thaddeus, captain of the Osiris. It is 1803 on 1214, and I fear this will be our last transmission. Less than 2 hours ago, we were pinned between two search units near BZ-218. We tried to outrun them on the surface when our sensors went completely berserk. We didn't believe what our equipment was telling us until we ran smack into the middle of it. An army. Their army. It's massive. Oh, hundreds God. Of times the size of anything we fought. We are under heavy pursuit and have sustained critical damage. We are going to attempt an emergency broadcast drop in the Matrix. After that, all we can do is hope that somehow this disc reaches Zion, and if it does, it is not too late. Drop down in Zion broadcast. I want this data transmitted immediately. Emergency encryption. Lieutenant. Yes, sir. Is the logo still in contact? Yes, sir. Get me Captain Niobe. Live feed from Zion. Jesus, it's Deadbolt himself. Give me that. Captain, you and your crew to be commended. What you have done may prove to be the turning point in this war. Do you have a plan, Commander? Right now, I want every ship to return to Zion. Full protocol as fast as humanly possible. I leave the recall in your hands, Captain. Yes, sir, Commander. Captain. Niobe. Please be careful. As careful as I can be. Jetzt wissen wir wenigstens schon mal, was auf der Diskette war. Oder auf der Diskette. Jo, CD. Oder auf den Datenträger. Um zu verallgemeinern. Ich bin auch froh, dass ich jetzt keine Untertitel schreiben muss. Full recall. Has that ever happened? Won't be easy making that many outcalls. That's why we're gonna use the airport. All those different payphones will make a trace impossible. We can split up and stay mobile. What could go wrong? Right. Ja, auf jeden Fall speichern. Ja, die Telefone sind im Endeffekt die Verbindung zwischen der Matrix und, also zumindest so kann man dann aus der Matrix entfliehen und in die normale Welt wieder zurückkehren. Und, ja, ich weiß das jetzt nicht genau, ich glaube, wenn man den Stecker dann zieht, also die Stecker sorgt für die Verbindung zur Matrix. Wie gesagt, ich bin absoluter Laie in dem Thema, ne, was Matrix betrifft. Aber ich glaube, wenn der Stecker gezogen wird, also ist das dann quasi wie so ein Hard-Shutdown bei einem Rechner oder so. Nur, dass dann die Menschen dann vermutlich, ja, sterben. Der Flughafensicherheitsdienst weiß nicht, dass du eine Gefahr bist. Ja, ist doch schön. Can you breathe? Okay, stay calm. Help is on its way. How many of them were there? I swear I got one. Did you see any of them? He was right in my sights. I don't even know where the shots came from. Okay, just take it easy. Try to relax. Okay, gut, wie auch immer. Turn around now. Ich wusste es.
You have to turn around and head back to the lobby. Ach komm. Und jetzt wissen die, dass ich eine Gefahr bin, ne? Richtig! Ich werde euch nicht töten. Ich muss mir nur eure Waffen. Das reicht mir. Wenn ich denn dagegen 5 ein Rad schlagen. Okay. Was ist das denn? Hast du eine Waffe in der Hand? Dann halte Fokus gedrückt, beweg dich seitlich nach links oder rechts und drücke springen. Dann schlägst du ein Rad quer durch den Raum. So kann man Kugeln ausweichen und dabei weiterfeuern. Cool. Das probieren wir gleich mal direkt aus. Ah, Mann, diese Zielerfassung ist für den Arsch. Komm, komm her, komm her. Ja, feiner Lumpi. Was soll das? Was soll das? Arsch. Warte. Ach, scheiße, ich bin tot. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. War nicht so gut, ja, war nicht so gut. Ich wollte jetzt unbedingt alle mit Nahkampf besiegen. Und ich wollte eigentlich dem Wachpersonal ja auch nichts tun. Aber warum mochten die mich jetzt nicht? Weil ich nicht durch den Metalldetektor gelaufen bin?